Hannover 96 verlor zuletzt 3 Spiele am Stück. Mit 2 Punkten rangieren die Niedersachsen im Tabellenkeller. Daher ist das Duell gegen Frankfurt, das derzeit ebenfalls schwächelt, von enormer Wichtigkeit. Michael Esser hat bisher alle 5 Bundesligaspiele im Kasten erlebt, hielt teilweise sehr gut, obwohl 9 Gegentore eine andere Sprache sprechen. Im letzten Spiel gegen Hoffenheim etwa kassierte der ehemalige Darmstädter 3 Tore. Ihm die Hauptschuld an der Talfahrt zu geben, wäre aber zu einfach. Das Freiburger Eigengewächs spielt seit 2015 bei Hannover und zählt auch in dieser Spielzeit wieder zu den Akteuren, die den Rückhalt von Trainer André Breitenreiter haben. In allen 5 Partien durfte er ran. Gegen seinen Konkurrenten hat er die Nase vorn, auch wenn Sorg in den letzten beiden Partien schwächelte. Hannovers Abwehrchef war einer der besten Spieler seines Teams in den ersten 3 Saisonspielen, ehe ihm gegen Nürnberg ein dicker Bock vor dem 0:2 unterlief. Der U21-Nationalspieler machte auch gegen Hoffenheim nicht die beste Figur. Trotzdem ist der 22-jährige Kapitän unantastbar. Der 25-jährige Österreicher hat noch nicht in die Saison gefunden. Man muss Wimmer aber in Schutz nehmen, denn die Bundesliga ist zwar kein Neuland für ihn, doch zuletzt spielte er viele Jahre in England bei Stoke City und Tottenham Hotspur. Womöglich ist Josip Elis ein Kandidat für die Startelf. Am 3. Spieltag schoss der Chilene ein Tor gegen Leipzig, am 4. zupfte er Nürnbergs Mistesjan am Trikot und sah dafür eine umstrittene rote Karte. Gegen Hoffenheim fehlte der gebürtige Stockholmer gesperrt, doch gegen Frankfurt könnte er wieder spielen anstelle von Matthias Ostschalek. Der Schweizer Routinier kickte bereits für 4 unterschiedliche Bundesligisten, Leverkusen, Frankfurt, Hoffenheim, Hannover. Gegen seinen Ex-Club Hoffenheim von Normalform weit entfernt, muss sich steigern gegen seinen anderen ehemaligen Verein Frankfurt. Gegen Dortmund fehlte er verletzt, doch die Rückenprobleme sind ausgeheilt. Zuletzt wurde der 23-Jährige in die Selekkau berufen. 2016 hatte er bereits mit der U23 im eigenen Land die olympische Goldmedaille eingefahren. In der A-Nationalmannschaft hatte er kurz zuvor sein Debüt bei der Copa America gegeben. Nun steht er nach langer Zeit wieder für Brasiliens Nationalmannschaft im Kader. Die Berufung ist ein Produkt seiner guten Leistung in Hannover, wo er viel mehr ins Passspiel eingebunden ist als in Hamburg. Seine ganze Rolle in Hannover ist eine größere. Von Breitenreiter wurde er vor wenigen Wochen ausdrücklich gelobt, bis hierhin spielte Bebu immer von Beginn an. Der Togolese wurde im Sommer immer wieder als Premier League-Kandidat gehandelt, doch er blieb bei den Niedersachsen, wo er sich seit 2017 in der Bundesliga etabliert hat. Gegen Hoffenheim war der 24-Jährige einer der besten Hannoveraner. Bebu steht aller Wahrscheinlichkeit nach in der Startelf gegen Frankfurt. Der ehemalige Stuttgarter überzeugte als Neuzugang bislang noch nicht. Gegen die TSG Hoffenheim wurde er eingewechselt in der 65. Im DFB-Pokal verbuchte er ein Tor und eine Vorlage, allerdings hat er noch keinen Scorerpunkt in der Bundesliga aufzuweisen. Wie Marvin Bakalorz ist der Japaner noch nicht die erhoffte Verstärkung, Linden Meinart könnte auf Linksaußen erneut beginnen, doch zuletzt wurde der Durchstarter wegen Wadenproblemen gegen Hoffenheim ausgewechselt. Es noch unklar, ob Meiner am Sonntag zur Verfügung steht. Iver Fossum dürfte für ihn einspringen. Der Norweger ist enorm laufstark, gegen Dortmund rannte er 13,1 Kilometer. Sogar Landsmann Martin Odegaard lobte Fossums Einsatz und seine intelligenten Laufwege im Angriff sowie Abwehr, der 25-Jährige befindet sich in guter Form. An Füllkrug liegt es am wenigsten, dass Hannover im Tabellenkeller feststeckt. Gegen Hoffenheim verwandelte er einen Elfmeter, scheiterte per Kopf nur knapp an seinem 2. Tor.
Und schließlich glaubten alle, dass er erneut getroffen hatte. Doch sein zweiter Streich wurde wegen einer hauchzarten Abseitsstellung zurückgepfiffen.